Eine Reihe? Also ich denke mal, rechts, die hat ja Smogon benutzt. Also denke ich mal, rechts ist Smogon, links ist hier diese, das soll wohl eine Mülltüte darstellen. Und sie benutzt ja diesen Skorpionschlange und das soll dann Rettern darstellen. Also muss ich dann wahrscheinlich Smogon als erstes anklicken. Und ja. So. Ich werde nicht zulassen, dass du gegen Lottie antreten darfst. Wir versuchen nochmal Paula. Meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Paula gegen Hoppel. Hat Hoppel dieses Mal dazu gelernt. Wie ich sehe, ist er hoch motiviert. Da kommt auch als erstes wieder. Das stinkt hier. Er schickt wieder Safcon in den Kampf. Und was wird er machen? Er wird sich härten. Oh, da platzt auch schon wieder mal das Trommelfeld. Gut kombiniert wieder, Sherlock. Natürlich. So, wir härten uns ein bisschen. So. Und jetzt greifen wir mal so langsam an, oder? Einmal werden wir uns noch hart machen. Oh, da setzt er die Kratzfuhre ein. Aber sie ging daneben. Oh, was für ein Pech. Was ein Pech. Dieses alte Stinktier hat es einfach nicht anders verdient. Diesmal lassen wir uns nicht die Eingeweide aus unserem Pokémon rauskratzen. Da kommt er mit der Giftwolke. Aber kein Problem, unser Apfel wird es gleich regeln. Und da meldet sich auch schon wieder das Problem. Guck mal, er setzt Giftwolke ein. So, wir sind vergiftet. Da kommt sein Tackle ein. Und dann kommt diese Fehlermeldung. Überreste regenerieren. Vergiftung. Oh, was? Die Vergiftung ist nicht weg? Warum ist die Vergiftung nicht weg? Wegen der Fehlermeldung. Guck mal, der. Fehlermeldung. Poke Battle 1039. Effect on Delete Damage. Versus. Irgendwas mit Ziel. Use Move. Loop. Use Move. Also, das ist irgendein Skript. Irgendwas soll normalerweise passieren. Ich denke mal, normalerweise sollte jetzt das Gift verschwinden. Was aber hier nicht passiert. Deswegen diese Fehlermeldung wahrscheinlich. So, ich bin ja froh, dass immer die Dingsen verschwinden. Hier, guck. Immer, wenn er den Apfel isst, kommt die Fehlermeldung. Ja, immer, wenn er den Apfel essen will, kommt die Fehlermeldung. So, wir schicken Knospi in den Kampf und machen mal Nassmacher. Eine Wasserattacke. Was? Was? Das hat er mir aber jetzt nichts gemacht. Seine scheiß Kratzfurie, ne? Die nervt mich so ab. Warte mal, Bericht. Ich will mal gucken wegen der Nassmacher. Ja, das ist süß. Da steht auch Stärke 0. Also, das war gar kein Angriff. Ich glaube, Feuerattacken sind dann wirksamer oder so. Irgendwas stand da ja mit Feuer. Wir müssen ihn auf jeden Fall wegkriegen, weil seine scheiß Kratzfurie und die Nadelrakete wird ja gleich auch nicht viel... Hä? Nee, jedes Mal, wenn wir vom Gift verletzt werden,
Also die Meldung kommt immer nur. Hä, weiß ich auch nicht. Guck mal, jetzt kommt die auch wieder, guck. Weil wir durch Gift verletzt werden. Ach, keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dieser Giftattacke nicht. Naja, geht ja zum Glück mit Leertaste weg. Ich muss dann nicht jedes Mal mit der Maus hingehen. Das ist das Gute daran. Ich kann das einfach mit der Leertaste wegmachen. Oh Mann, oh, da haut er schon wieder den nächsten tot. Also dieses Stinktier, ne? Das hat es echt auf sich, an sich. So, erstmal hier, schlafen. Jawohl, es schläft. Jetzt können wir es niederpeitschen. Hä? Es, die Meldung kommt auch jetzt, weil er schläft. Guck. So, wir versuchen natürlich direkt wieder Schlafpuder. Oh, was für ein Schlagabtausch. Oh, Attacke ging daneben. Okay, nochmal. Aua. Aua. Und da schläft er. Sehr gut. Jetzt können wir einmal wickeln. Macht zwar jetzt nicht viel weg, aber dafür jede Runde. Guck, jede Runde. Und wir können ihn ein bisschen auspeitschen. Und er schläft immer noch. Sehr gut. Das ist leider nicht sehr effektiv, aber je mehr Schaden wir reinhauen, desto mehr. Oh, es ist schon wieder aufgewacht. Ich wollte sagen, je mehr Schaden wir reinmachen, desto weniger müssen die anderen machen. Guck, er ist immer noch eingewickelt und kriegt immer noch Schaden. So, direkt wieder Schlafpuder. Komm schon, schlaf ein. Oh, gut. So, einmal wickeln wieder. Und jetzt wieder peitschen. Und er schläft immer noch. Gott sei Dank. Wow, hat ja lange geschlafen. Naja, der Rest. Ich meine, das ist ja nicht mehr so viel. Dann müssen die anderen beiden ja jetzt noch schaffen, oder? Den 14er, den hau ich mal als letztes raus. Komm schon, hau ihn so viel wie möglich. Autsch. Ja, und auch ein Volltreffer. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, Beißen hatte nicht so viel gebracht, ne? Ja, ist doch gut. Lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, das macht aber mehr weh, als wenn ich jetzt Tackle machen würde. Ja, übertreib. Okay, also ich könnte das schaffen, wenn ich jetzt einen Trank nehme.
Okay, das sieht gut aus. Oh. Was ein Spinner, ey. Das gibt's doch nicht. Ein HP. Betreibt die Lage. Da trifft er viermal und haut auch noch einen Volltreffer raus. Ja, das kann er von mir aus immer machen. Abschlag. Das kostet mich nur einmal 5. So, hier, zang, weg mit dir. Junge, Junge, Junge. Oh, nicht mal ein Level gekriegt. Tja, du hast mich wohl geschlagen. Du bist ziemlich stark. Schmarrn. Nanu? Hä? Okay, ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Mobile. Naja, dafür sind die Tränke da, ne? Um sie auch zu benutzen. Bam, 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 bam. Aber hätte ich mit einem Leben nicht überlebt, wäre ich schon wieder weg vom Fenster gewesen. Yeah. Dip, 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 ding. Ja, aber ich bin ja immer so geizig, was Items benutzen angeht. Du, du, du. Fuxipet, Nanu? Schmarrn! Nanu? Muss man das verstehen? Und was für Türen öffnen? Pflanzen sind toll! Sie umgeben uns und wir lieben sie. Der lila Dunst hier versorgt meine Lieblinge mit wichtigen Nährstoffen. Für meine Lieblinge tue ich doch alles. Ich habe mich auf das Trainieren von Gift-Pokémon spezialisiert. Jemanden Leid zuzufügen, ist halt meine Art zu gewinnen. Ich hoffe, dass du genug Gegengift eingepackt hast. Meine Pokémon und ich haben giftige Pläne. Hoppel gegen Lotti. Das ist der spannendste Kampf überhaupt. Und Lotti fordert mich zu einem Kampf heraus, obwohl ich eigentlich sie zu einem Kampf herausfordere. Aber lassen wir es mal so stehen. Es ist ein Rullum. So, mal gucken, ob der Giftstaffel... Ach. Wurde gar nicht vergiftet, okay. So, wir verstärken uns erstmal hier wieder ein bisschen mit Härtner. Geile Mucke. Bam, bam, yeah. Mucke, Mucke, Mucke. Mucke, Mucke, Mucke. Diese Mucke. Yeah, yeah. Da kann man ja nur mit dem Kopf wippen, mitwippen.
Oh, das war ein Volltreffer und dann so wenig. Und unser Apfel hat die Vergiftung mal wieder nicht geheilt. Oh, wieder ein Volltreffer. Es ist auch der spannende Kampf zwischen Hoppel und Lotti Marotti. Lotti Carotti. Ja, er haut direkt wieder einen Volltreffer rein, ist klar. Hauen wir direkt unseren Hund raus? Nee, ne? Das ist unser Trumpf, ne? Da kommst du selbst. Oh, da oben passiert ja gar nichts an der Energie. Das ist eine richtig geile Stelle. Weil die Musik so geil ist, feiern wir die mal ein bisschen eben ab. Die Musik ist schon klasse. Aber ich mache einfach keinen Schaden auf ihn. Und der hat wahrscheinlich noch ein oder... Also einen hat er bestimmt auf jeden Fall noch, aber vielleicht sogar noch zwei Pokémon. Ja, wir versuchen direkt wieder einzuschläfern. Und daneben, natürlich. Jetzt setzt er auch noch ein Schutzschild ein. Dann geht natürlich Schlafbruder wieder daneben. Jawohl, so jetzt aber hier. Und wer erwacht direkt wieder auf. Oh, das macht einfach nichts an Schaden, ne? Okay, aber er schläft immer noch. Also einmal kurz wickeln.
Und er schläft immer noch. Sehr gut. Da haben wir ihn verwickelt. Und da gibt's ein Level. Und sogar noch ein Level. Und versucht sogar Giftpuder zu erlernen. Jetzt können wir zurückgiften. So, Giftpuder nehmen wir und dafür kommt weg Wachstum. 1, 2, 1, 2 und puff. Roselina. Okay, erstmal einschläfern. Guck mal, das ist jetzt eine gute Methode. Einschläfern, wickeln und vergiften. Dann kriegt er immer zweimal Schaden, während er schläft, und dann einfach niederpeitschen. So, einschläfern. Wickeln. Vergiften. Aber es ging daneben. Okay, wir versuchen nochmal. Er schläft ja sowieso noch. Ich glaube, wir können ihn nicht vergiften, weil das selber Gift-Pokémon sind. Also habe ich jetzt zweimal... Oh, und jetzt ist er auch noch aufgewacht. Zweimal Angriffe jetzt verschwendet. Ich glaube, Gift-Pokémon kannst du nicht vergiften. Und es hat sich befreit aus meinem Wickel. Also von vorne. Ich hoffe, wir überleben das jetzt. Nee, natürlich nicht. Ja, scheiße. Ich habe zwei Angriffe verschwendet. Weil ich zweimal versucht habe, Giftpuder einzusetzen. Ich hoffe, die Rose schmeckt. Dass wir sie schon beißen können. An der schnüffeln wir jetzt mal nicht rum. Ich weiß sowieso nicht, was das bringt, das Schnüffeln. Mega sauber, jetzt heilt er sich auch noch. Dann nehmen wir mal wieder. Oh, ein Trank nur noch. So. Ich hoffe, das reicht alles hier. Ja, jetzt heilt er sich wieder hoch. Und das macht so viel Schaden. Ja, also das haben wir verloren. An dem Megasauger komme ich nicht dran vorbei. Oh, vor allem, ich verliere auch Geld. 120 habe ich verloren. Oh, 5 Stunden bin ich schon. Live. Okay, 5 Stunden, glaube ich, reichen dann auch erstmal, ne? Also beim nächsten Stream machen wir das hier auf jeden Fall weiter. Ich will das auf jeden Fall noch durchspielen. Und ich lasse mich bestimmt nicht beim ersten Orden schon niederschmettern.